So ist das Volkseinkommen im vergangenen Jahrzehnt leicht gestiegen, bis 2015 um geschätzte 20%. Aber Arbeiter und Angestellte hatten davon so gut wie nichts. Auch in Zukunft steigen ihre Entgelte nur leicht. Die Einkommen der Unternehmen und Kapitalbesitzer dagegen haben sich trotz Finanzkrise bis jetzt schon um über 50% erhöht und wachsen weiter.